Danny. Was das Geheimnis angeht. Oh ja, mein Geheimnis. Gut, du bist mein Freund, dir kann ich ja sagen. Aber verrate es niemandem. Ich arbeite seit über einem Monat für Tennant. Was? Es ist wahr. Ich muss nur wegsehen, wenn Beweise vernichtet werden oder ein Laster voll Gin über die Bezirksgrenze kommt. Dann kümmert sich Tennant darum, dass ein paar Extrascheine in meine Lohntüte kommen. Gutes Geschäft, hä? Ja, wenn man eine Ratte ist. Wo ist das Problem? Die Leute müssen trinken, oder? Und solange niemand verletzt wird, warum sollte Daniel J. Parker nicht ein paar Mäuse dabei machen? Was ist mit Artie McFly? Wird er nicht seit 2 Monaten vermisst? Das stimmt. Und alle Spuren deuten auf Tennen. Oh Gott, das war ein schrecklicher Fehler. Ich dachte, wenn ich an etwas Geld gäbe, würde Betty mich zurückwollen. Wenn sie herausfindet, was ich getan habe, spricht sie nie wieder mit mir. Was habe ich getan? Komm schon, Danny, reiß dich zusammen. So schlimm ist es nicht. Nicht so schlimm? Ich bin ein korrupter Bulle, der seine einzige Chance auf wahre Liebe verspielt hat. Wieso ist das nicht so schlimm? Ich glaube, ich weiß, warum du Tennant nicht verhaftest. Du arbeitest für ihn. Bingo! Diese Mengen an Alkohol sind deiner Gesundheit nicht zuträglich, weißt du? Wer bist du, meine Mutter? Eher dein zukünftiger Schwiegerenkel. Was? Ach, nichts. Pass auf dich auf, Danny. Oh Gott. Hey, woher hast du den? Aus dem Kostümladen in der Einkaufspassage. Der ist maßgeschneidert. Tatsächlich? Hat Qualität? Wer bist du? Woher kommst du? Ich heiße Michael Corleone. Niemand. Ich meine, du kennst mich nicht. Ich komme ganz woanders her. Na los, was soll das? Raus mit der Sprache, oder? Ganz ruhig, Kid. So wie sein Anzug geschnitten ist, könnte er zur Valenti Gang gehören. Ist das so? Ja? Beweis es. Du gehst hier nicht weg, bis du mir ein bisschen Bonafide gezeigt hast. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier nicht meine Waffe ziehen, solange es nicht absolut notwendig ist. Warte, du gehst hier nicht weg, bis ich weiß, was mit dir nicht stimmt. Bist du wirklich ein Valenti? Es gibt nur ein paar Personen und 1 oder 2 Tiere, die Interesse an Großvaters stinkender alter Pfeife haben könnten. Das ist keine von ihnen. Ich habe hier etwas, das dich vielleicht überzeugen könnte. Keine Bewegung. Das ist keine echte Knarre, ich schwör's dir. Sieh mal, die ist ein Geschenk von Don Valenti. An deine Familie von meiner, aus Dankbarkeit für deine fortwährenden Dienste, J.J. Valenti. Sieht aus, als wäre der kleine Mickey Corleone hier wirklich bei der Aktion Sacramento dabei. Du hast Mumm, Kleiner, das mag ich. Gönn dir einen Drink, geht aufs Haus. Matches, Knarre runter. Du siehst aus wie ein Vollidiot. Wieder da. Spenden Sie für den Uhrenturm. Was stimmt mit dem Turm nicht? Er ist nicht kaputt, oder? Nicht im geringsten. Puh. Er ist nur furchtbar langweilig. Ich sammle Spenden, damit ein Bildhauer ein paar schöne dekorative Skulpturen neben die Uhr setzt. Etwas, das die Menschen an ihre Bürgerpflichten erinnert. Sowas wie Löwen? Oder Wasserspeier. Ein guter Wasserspeier ist unschlagbar.
Edna! Was? Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh? Was denn? Hund von jungem Wissenschaftler auf Gerichtsdach gestrandet. Was? Sehen Sie dort. Oh mein Gott. Mr. Brown. Bitte, Miss Strickland, jetzt nicht. Können Sie nicht sehen, dass ich mich gerade in einer prekären Situation befinde? Mein Testlauf. Testlauf? Gefahr für die Öffentlichkeit nenne ich das. Ich bin mir sicher, die Redaktion sieht das auch so. Die wissenschaftliche Unternehmung stellt eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Wissen Sie, was eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt? Ihr Gesang. Kein Grund, persönlich zu werden, Mr. Brown. Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, persönlich mit Ihnen zu werden. Da bin ich aber erleichtert. Fliegende Autos. Von all den lächerlichen kindischen Anwandlungen. Sie machen sich lustig. Aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der Staus und Unfälle der Vergangenheit angehören. Ich hätte Ihnen vielleicht zugehört, wenn die Windfallfahrt nicht mit einer Bruchlandung und einem Hund auf dem Dach geendet hätte. Ich bin ja schon dabei, ihn runterzuholen. Ei, wie bist du da runtergekommen? Kluger Hund. Tja, das Schicksal ist Ihnen heute wohlgesonnen, aber ich warne Sie, seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Nun, wie bekommen wir das Raketenauto jetzt wieder runter? Edna! Was? Denken Sie, ich könnte Ihren Text von You Should Care haben? Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Danke. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Willkommen zurück. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. Ich sollte den Liedtext wirklich jemandem geben, der ihm gerecht wird. Ich sollte den Liedtext wirklich jemandem geben, der ihm gerecht wird. Dieser Text sollte von einem Profi gesungen werden. Sie hat recht. Ich kann mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe. Aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal, wie die Dinge laufen. Okay. Thank you.
Also, was jetzt? Ich warte auf den richtigen Moment, Kit Tannen fertig zu machen, meinen guten Ruf wiederherzustellen und das Herz von Betty Lipinski zurückzuerobern. Tun Sie das. Ich wette, der Moment wird sehr bald kommen. Hoover 28. Ein Huhn in jedem Topf und ein Auto in jeder Garage. Wie macht sich das, Herbie? Emmett! Keine Zeit zum Reden. Ich muss ein Raketenauto zurückholen. Emmett! Kommen Sie da runter, bevor Sie sich noch wehtun. Mich verletze? Ha, Sie sind überängstlich, Miss Strickland. Test, Test. 1, 2, 3, 4. Check. Hey, spiel nicht an meinen Geräten rum. Entschuldigung. Hey, Kleiner, schnüffel mal hier dran. Eine tolle Nase. Ich habe mich bedeckt gehalten, Officer, aber ins Lichtspielhaus muss ich einfach ab und zu mal gehen. Hallo, Arthur. Officer? Ab hier übernehme ich. Aber... Im Waffenladen können wir ungestört reden, ohne neugierige Beobachter. Ja, Einstein, gut gemacht. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Ist Artie noch hier? Er ist im Badezimmer. Hey Artie, mach auf. Du musst einen Gangster zu Fall bringen. Soll ich jetzt diese Sylvia treffen? Nein, es ist Zeit für dich, Trixie zu treffen. Trixie sagt, sie hätte da was, das Kid vielleicht ins Gefängnis bringt. Aber du bist der Einzige, dem sie das Überprüfen der Sache anvertrauen will. Ich? Was hat sie... Oh, ich weiß, was sie getan hat. Clever. Würdest du uns vielleicht einweihen? Tut mir leid, Leute. Aber wenn Trixie es nicht sagt, sag ich es auch nicht. Das ist ja schön und gut, Mr. McFly. Aber wenn du und Trixie euch in dieser Sache zusammentun wollt, müssen wir ein Treffen arrangieren. Nun, Trixie ist an Kids Flüsterstube gebunden. Also müssen wir Arthur zu Trixie bringen. Oh nein. Ich gehe da auf gar keinen Fall wieder in die Nähe. Ich weiß nicht, wie du mich dazu überredet hast. Bleib einfach hier im Dunkeln und komm erst raus, wenn du Trixie siehst. Bin ich denn hier auch wirklich sicher? Vollkommen sicher. Wir würden dich nie einer unnötigen... Sagan, wo ist Kid? Keine Sorge. Willkommen zurück. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Trixie? Ja? Ah,
Raten Sie mal, wer in der Gasse auf Sie wartet. Artie? The one and only. Es war nicht leicht, ihn zu finden. Ich musste... Übernimm für mich, Cubal. Ich mache eine Raucherpause. Braves Mädchen. Hey, du! Hä? Ja, Blödmann, ich hab gesehen, wie du meiner Eunice schöne Augen gemacht hast. Sorry, Kumpel. Hab keine Zeit, mich zu streiten. Du! So schaffe ich es ganz bestimmt nicht in die Carnegie Hall. Okay, ich glaube, du bist für heute Abend fertig. Hey, was denkst du eigentlich, wo du hingehst? Ich? Ja, du. Was weißt du darüber? Nichts, ich... Trixie? Pause ist vorbei, Cubal. Was immer du sagst, Baby. Was war das? Trixie? Ja? Was ist in der Gasse mit Arthur passiert? Darüber will ich nicht reden. Und was ist mit Ihrer Versicherung? Es gibt keine Versicherung. Nach heute Nacht werde ich alles im Ofen verbrennen. Trixie, können Sie mir nicht sagen, was da draußen passiert ist? Nein! Geben Sie mir doch wenigstens die Beweise gegen Kit. Nein, ich habe das mit mir so ausgemacht. Sobald die Nacht rum ist, verschwinden die Beweise. Toi, toi, toi. Danke. Hey, Danny. Hey, ich glaube, ich habe noch nie deinen Namen gehört. Ich habe ihn auch nicht erwähnt. Und ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, nachdem du nun wieder ein ehrbarer Polizist bist. Hast recht. Ich bin dir etwas Anonymität schuldig. Mach einfach keinen Unsinn, hörst du? Laut und deutlich, Officer Parker. Immer noch bereit, Tennant zu verhaften? Auf jeden Fall. Cool. Halt die Ohren steif. Ich sehe, was ich tun kann. Bis bald, Danny. Pass auf dich auf. Party? Hey, du hast die Party deines Lebens verpasst, Kumpel. Kit, was ist passiert? Oh, das wird dir gefallen. Also, ich häng gerade in der Bar ab, als ich plötzlich den Drang verspüre, mir Erleichterung zu verschaffen. Ich gehe also raus in die Gasse und wen sehe ich da? Keinen geringeren als diese Vorladungen folgende Ratte Artie McFly. Und dieser kleine Wurm tuschelt doch tatsächlich ganz der große Eroberer mit meiner Trixie. Oh nein. Natürlich habe ich sofort Kid Junior herausgeholt und wollte diesem McFly gerade das Hirn wegballern, woraufhin Artys Nase zu bluten begann. Der Kerl ist einfach eine Memme. Als Was? Trixie buchstäblich auf die Knie fiel und mich anflehte, ihn am Leben zu lassen. Im Ernst, sie kniete vor mir und heulte und bettelte um McFlys Leben. Und was hast du getan? Was schon? Ich habe zweimal in die Luft geschossen und Artie gesagt, dass er verschwinden soll. Wirklich sehr gnädig. Hey, ich bin kein Unmensch. Außerdem schuldet Trixie mir nun was. Eine ganze Menge. Und Kit Tennant treibt die Schulden immer ein. Immer. Schätze, das ist Blut aus Grandpas Nase. Willkommen zurück. Boss? Bitte, ich versuche mich hier zu amüsieren. Ich glaube, das solltest du sehen. Bist du wahnsinnig? Was soll die Dynamitstange hier in meiner Bar? Das ist es ja, Boss. Die sind überall. Ich glaube, unser Barbrandstifter will wieder zuschlagen.
Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Die Spitzmaus hat nicht tief genug gegraben. Verzeihung, ich wollte nicht, dass Ihr Freund aus dem Club geschmissen wird. Ah, Schnee von gestern. Willst du ihm den Platz warm halten? Trotzdem danke. Setzen Sie. Warum nicht? Irgendwas sagt mir, es wird schwarz. Sieben. Verdammt. Hey, Barkeeper. Was darf sein? Was zu trinken, bitte? Was trinkst du? Peps. Ach, eigentlich. Vergessen Sie's. Wie du willst. Was zeichnen Sie da? Mal wieder eine Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist. Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind, da sie einen gewissen Irving Kit Tannen verärgert haben. Leute, die Kit hat umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kit nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Wissen Sie, was Trixie da draußen passiert ist? Sie scheint ziemlich aufgebracht. Du redest komisches Zeug, weißt du das? Aber nein, ich habe keine Ahnung, wie es Trixie geht. Kit zahlt mir nicht annähernd genug, um Drinks auszuschenken und seine Freundin zu bemuttern. Kannst du eine Karikatur von mir zeichnen? Sicher. Presto! Die sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Du hast auch nicht viel Markantes. Danke fürs Gespräch. Bestell nächstes Mal einen Drink. Das ist keine Bücherei hier. Glaubst du, du kannst ein Bild von dem Kerl malen? Sicher. Hey, das sieht aus wie dieser Artie McFly-Saftsack. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hey, kannst du ihm so einen Hut zeichnen, wie ihn Artie trägt? Voila! Gute Arbeit. Sag das den blöden Redakteuren beim New Yorker. Entschuldige, Dad. Trixie? Ja? Ich habe mit Kit gesprochen. Oh? Er hat mir von Artie erzählt. Oh. Es war stark, dass sie um sein Leben gebettelt haben. Und es war stark, dass Kit ihn verschont hat. Du siehst also, warum ich die Beweise loswerden will, die ich gegen Kit habe. Wenn er sich loyal zeigt, tue ich das auch. Wegen Artie McFly. Was ist mit ihm? Hast du was von ihm gehört? Geht's ihm gut? Also, ich glaube, ihm könnte etwas zugestoßen sein. Was? Du meinst, Kit bricht sein Versprechen? Ja, genau. Oh nein. Armer Artie. Der arme kleine Artie. Ich weiß.
Kid, diese Schlange. Er darf damit nicht davonkommen. Werden Sie die Beweise aushändigen, die Sie gegen ihn haben? Und ob ich das werde? Sieh mal her. Moment. Welche Beweise hast du, dass Kid Artie umgelegt hat? Das ist nur so ein Gefühl. Auf dein Gefühl kannst du dich allenfalls auf der Rennbahn verlassen. Mach mich nicht verrückt wegen ein paar Gerüchten. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du solltest dir vielleicht mal meine Ehrengalerie ansehen. Wieso? Was ist los? Artie? Ich glaub's nicht. Wir hatten eine Abmachung. Artie sollte sicher sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schon. Bundesgesetz zu kriminellen Geschäften. Was? Bevor er starb, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Literatur, Geschichte, Buchhaltung. Und ich habe eine große Entdeckung gemacht, während ich die Bücher von Kid kopiert habe. Dieser Laden hier ist nicht ganz sauber. Tatsächlich. Oh, ich wusste von den ganzen Gaunereien. Sachen, die man von Typen wie Kid erwartet. Aber als ich herausgefunden habe, dass er keine Steuern auf den Gewinn der Flüsterstube zahlt. Tja, Uncle Sam zu betrügen, das geht zu weit. Sobald ich das der Polizei übergebe, überhäufen die den mit Beschuldigungen. Solchen Beschuldigungen. Hey, Officer! Was ist mit meinem Ex-Freund, dieser Ratte, passiert? Ich weiß nicht. Ratten. Ich habe dem Chef gesagt, wir brauchen eine Truppe Bluthunde, wie die in Placerville. Aber währenddessen... Alle hergehört, die Party ist vorbei. Alle raus aus der Bar. Flüsterstube? Sie irren sich, Officer. Das hier ist nur eine Eisdiele. Netter Versuch. Raus! Psst, Corleone! Wären die Valentis bereit bei der, Entschärfung der Lage zu helfen. Klar, kein Problem. Ich werde das bei der nächsten Versammlung ansprechen. Hey, wir betteln hier nicht. Kid dachte nur, JJ würde sich gern beteiligen. Besonders jetzt, nachdem wir den Brandstifter geschnappt haben. Warte, du meinst... Doc? Doc? Du gehörst gar nicht zur Valenti Gang, oder? Was weißt du über den Brandstifter? Komm schon. Ab zur Polizeiwache. Kid kriegt dich, du Ratte. Er kriegt euch alle. Ja, ja. Nun, das wäre erledigt. Dank Miss Trotters Aussage sucht die ganze Polizei von Hill Valley nach Kid und seinen Schlägern. Sie verstehen nicht. Wir müssen ihn sofort finden. Er hat einen Freund von mir entführt. Wen? Schon gut. Keine Sorge, wir haben den ganzen Platz abgeriegelt. Wenn Kid nicht weiter als eine Meile weg ist, werden wir ihn irgendwann finden. Ich fürchte, für irgendwann bleibt keine Zeit. Parker muss den Fusel in der Flüsterstube beschlagnahmt haben. Hey, Kleiner, wie geht's? Braver Hund. Schicker Schlitten. Hey Daddy. Tut mir leid, Kumpel. Ich kann jetzt nicht reden. Muss einen Bericht für den Chief schreiben. Irving Kid Tannen. Er hat das wohl beim Hinausgehen verloren. Leer. Na klar.